nicht nur auf TikTok angesagt, sondern jetzt auch im Whisky-Bausch. Zurück in die 90er. Ajai! Jawohl! Ja, herzlich willkommen zum Whisky-Plausch. Einen wunderschönen guten Tag. Wieso? Einfach so. Ach so, warum fällst du mir denn ins Wort? Lass mich doch eben ganz kurz zu Ende grüßen und dann habe ich schon. Jetzt gut. Überlasse ich dir die Bühne. Und auf der werde ich mich austoben, denn wir haben heute, ich habe gedacht, mit einem alten Mann trinkt man alten Whisky. Oh, danke, das finde ich ganz nett. Außerdem ist es auch heute mal so, ich wusste nicht, was kommt, oder ich weiß eigentlich immer noch nicht so wirklich, was kommt, weil ich sehe nur die Fott von der Flasche. Und ich weiß auch nicht so wirklich, was kommt, weil das, was in dieser Buddel ist, hat keiner von uns getrunken oder auch was Vergleichbares. Du vielleicht in deiner Whisky-Historie. Es ist ein 15 Jahre alter Buchladig. Von Eiler, steht ganz groß drauf. Ja, abgefüllt irgendwann in den 1990er Jahren. Wie es dazu kommt, warum das so ist, versuche ich gleich mal so ein bisschen aufzulösen, weil ich musste dafür so lange suchen, dass ich gerne ein paar anderen Leuten den Weg ein bisschen einfacher machen würde. Ich bin sehr aufmerksam, ja? Ich höre zu und werde trinken, aber wie gesagt, die Story an sich kenne ich nicht. Die ist jetzt für mich genauso neu. Also, grob geschätzt, sagst 90er Jahre? Ja. Mhm, also wieder eine Ersteigerungsflasche, aber das ist, genau. Das ist interessant. Alte Whiskys, nicht alte Whiskys, aus älteren Zeiten. Oh, was ist ne, das? Da kann man nämlich zum Beispiel das Ding hier einfach so abmachen. Und Muss man jetzt mal zeigen, da ist der Klebstoff aufgegangen. Ja, und das Plastik ist schon sehr trocken geworden. Wir gucken uns mal den Korken an hier. Der sieht eigentlich noch recht gut aus. Ja, aber der schmockt ja auch schon richtig an hier. Ja, gut, eine Kante ja. Oh, da wo. Ne? Ja, siehst du? Also ich glaube, ich mache es ganz vorsichtig jetzt. Und wenn nicht, ich bin mit überhaupt keine Chance. Ja, das ist es gewesen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder einen Effekt ausblenden, nee, weil der Korken ist gebrochen. Der Korken ist schon mal kaputt. Jo. So. Einmal, wie der Detlef sagte, durch den Filter jagen. Der Korken ist hier so weit. Der Whisky korkt. Whisky einschenken. Und an dieser Stelle machen wir einfach weiter. Die Flasche ist offen, der Whisky ist im Glas. Es sind 8 Minuten ins Land gezogen, schätze ich mal, weil wir diesen scheiß brüchigen Korken hatten. Mal gucken, wie viel wir davon nehmen. Und eigentlich wollte ich ja die Zeit nutzen, euch zu erzählen, aus welcher Zeit dieser Whisky kommt. Mhm. Irgendwann in den 90ern, und ich kann es wirklich nicht viel genauer definieren. Also anhand der Flasche, man hat einen Grundpunkt, weil es gibt verschiedene Indikatoren, wo sich das dann festmachen lässt. Man findet den auch in der Whisky Base unter dem Alter. Und das ist halt eine super spannende Zeit bei Buchladig. Wir wissen alle, Anfang der 2000er hat... Waren die zu, ja. Hm. Genau, und dann kam Jim McEwan und hat dieses Ding übernommen. Haben wir aber schon mal erzählt in einem anderen Video. Und der Whisky ist definitiv aus den 90ern. Aber was passiert in den 90ern bei Buchladig? Wir schauen nach im Buch von Wick. Nach der Wiedereröffnung 1936, also dann wurde die Brennerei neu eröffnet, folgten mehrere Besitzerwechsel, bis Buchladig 1993 in den Besitz des unabhängigen Abfüllers White & McKay überging. Die Freude währte aber nur kurz, denn schon 1995 wurde die Brennerei wiederum stillgelegt. Diese Abfüllung ist definitiv aus dem Hause White & McKay. So wird es zumindest gesagt im Internet. Und White & McKay wurde, das schauen wir jetzt einmal hier in diesem mobilen Endgerät nach. Mobiles Endgerät, das finde ich ganz toll, Leute. 1993 kaufte White & McKay diese Sache von, also diese das Sache, wir reden gerade über die Buchladig Distillery. Ja, und wenn der Detlef sich nicht irrt, sieht er nämlich gerade einen Bottle Code.
Ja, ich würde trotzdem den Satz zu Ende führen und haut sagen, raus, haut raus. 1993 von Invergordon aufgekauft. Also irgendwann zwischen 1993 kauft McGordon und 95 oder dann noch Abverkauf der Flasche bis Ende der 90er muss das ganze Ding produziert worden sein. Und ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan von Jim McGuinn, was der da fabriziert hat. Detlef guckt wieder auf und nickt in die Kamera. Das ist korrekt, ja. Und jetzt heute einfach mal der Test, was konnte der Whisky denn vorher? Also was hat der sich da ins Boot geholt? Wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen Test, allerdings war der nicht ganz so alt wie er hier. Wir hatten schon mal den 16er. Der ist vor Jim McGuinn abgefüllt, ne? Das heißt weit vorher destilliert worden. Mhm. Also wenn wir irgendwann in den 90ern die Destillation haben, der ist also 15 Jahre alt, also irgendwann 70er bis 80er ist der gebrannt. Ich kann nichts drauf erkennen. Also ein ganz klarer Bottlecode ist dran. Früher haben sie den auch häufig, wie gesagt, wie hier auch, hinten auf dem Etikett gedruckt und dann das Etikett da drauf geklebt, weil das ja eigentlich eine Sache ist, die so keinen interessiert, sondern nur die Brennerei. Oder so ein paar Verrückte wie uns oder auch die Verrückten, die das gucken, was wir hier machen. Mal gucken, wenn wir was rauslesen könnten, dann blende ich das jetzt unten ein. Wenn da jetzt keine Einblende ist, dann konnten wir da auch nichts raus erkennen. Also von der Nase, na schönen, erstmal so ganz pauschal, schöne Nase. Kein Bruchladdick? Nein. Also nicht der Bruchladdick-Charakter, den wir heute kennen. Den wir heute kennen. Ne? Den man bei aktuellen Abfüllungen herausriechen könnte. Ich finde ihn sehr komplex, sehr voll. Ja, dick, fett ist der. Mhm, genau. Ist so, wir wissen auch nicht, Fässer oder irgendwas, keine Ahnung. Ne? Konnte ich nichts herausfinden. Wenn da irgendwer Infos drüber hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Also sehr schön, sehr komplex. Hier ist so richtig Crème Brûlée und Crème Brûlée passt gut, ja. Auch Honig, würziger Honig. Mhm. Ich weiß nicht, also irgendwelche Früchte würde ich jetzt nicht so machen, wirklich so ein matschiger Rumtopf. Ja, Rumtopf ist eigentlich immer ein relativ guter Vergleich. Aber oder so ein Avavemu-Gelee. Was für ein Ding? Avavemu. Avavemu? Ja, Avavemu-Gelee ist alles, was weg muss. Avavemu, so Fruchtreste, einfach zusammen eingekocht. Eingelegt dann. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Der hat ordentlich Körper, würde man beim Wein sagen. Und wir haben nur 43 Volumen. Also Alkohol habe ich auch gar nicht, dass der sticht oder auch beißt. Da ist jetzt wirklich nichts. Sollen wir mal probieren? Ich bin gespannt. Ich bin neugierig. Ich auch. Ja. Flange. Oh, jetzt wird er aber fruchtig frisch. Krass, ne? Da bin ich überrascht. Ich finde ihn am Gaumen zu Beginn nicht so schwer und tief wie in der Nase war. Da ist er noch ein bisschen frischer, ein bisschen leichter. Ein bisschen frische Früchte hast du da mit drin. Mhm. Aber ansonsten finde ich den doch auch, ich sag mal, ölig. Richtig schön ölig. Und der wird richtig ölig und da kommen auch richtig dunkle Früchte noch bei, finde ich. Richtig süß. Ja. Aber wie gesagt, von dem Brooklynic, den wir heute kennen, wirklich meilenweit entfernt. Unglaublich. Ja, dieses Mal wieder schön, wir haben das ja schon öfters mal gemacht, dass die Whiskys wirklich so, trotz der gleichen Brennerei, so unterschiedlich sind, wenn die aus verschiedenen Zeiten stammen. Und es ist ein Fruchtkorb, es ist eine Fruchtsüße, schön, die gerade speichelanregend wird. Also ich sehe hier nicht nur Ex-Bourbon-Fässer. Nee, würde ich auch nicht sagen. Vom Geschmack her würde ich sagen, da sind auf jeden Fall Sherry-Einflüsse mit drin. Und ich habe im Abgang ein ganz leichtes... Na, kommst du drauf? Raucharoma. Eine ganz leichte Rauchnote. Vielleicht bilde ich mir die ein, weil es hier auf der Rückseite der Flasche steht und ich das gerade gelesen habe. Over the years of maturation, it has developed a full-bodied flavor combined with a peaty aroma. Tja, würde ich jetzt sagen, Rauch. So eine ganz leichte, warme, rauchige Note ist da mit drin. Ja, du weißt aber auch, dass der Rauch, sag ich mal, je älter der Spirit wird oder je älter der Whisky wird, dass das Erste, was eigentlich weggeht, Rauch ist.
Interessant ist, das fand ich sehr gut gerade, als wir den offen gemacht haben, als man wirklich sehen konnte, dass der Kork noch dicht war. Mhm. Der war dicht. Man das konnte hat man an den Bläschen gesehen. Ne? An den Bläschen, dass der wirklich jetzt zum ersten Mal Sauerstoff gezogen hat. Also kann eigentlich nichts raus gewesen sein. Dass man sagt, okay, ja, der war schon undicht und dann verliert er ein Aroma. Gibt es ja auch. Wäre nichts Ungewöhnliches. Ist in dem Fall nicht gewesen. Also. Und wir haben hier scheiße lecker. Boah, einen wirklich leckeren und guten Whisky. Ja. Es lohnt sich, immer wieder auf so Geschmacksreisen zu gehen. Auch mal alte Whiskys zu probieren. Ja. Einfach nur sagen oder wirklich feststellen, mal wieder richtig, richtig guter Whisky. Wir kommen jetzt immer wieder, der früher war alles besser. Nein. Nein, es ist nicht so. Auch danach, Jim McEwan, geiles Zeug gemacht. Klasse. Bruchladdich aktuell auch ziemlich geiler Spirit. Früher aber mindestens genauso geil. Das einfach nur in eine ganz andere Richtung, aber richtig toll. Der Brennereistil hat sich definitiv verändert. Ja. Man hat ganz andere Einflüsse und es ist ein ganz anderes Produkt. Und das ist ja das, was quasi ein bisschen die Fragestellung des heutigen Videos war. Ne? Mhm. Zu gucken, was hat McEwan damals irgendwie übernommen und worauf hat er aufgebaut. Da hat er schon ordentlich eigene Handschrift reingedrückt. Hat er auch, ja, auf jeden Fall. Er hat also auch seinen ganz eigenen Stil da reingebracht. Und ich sag mal, auch der wurde nochmal abgeändert jetzt, wenn man die ganz aktuellen Abfüllungen nimmt. Dann ist genau, auch da auch schon wieder hat sich nochmal was verändert. Und so ist Whisky immer irgendwie in Veränderung. Und umso spannender finde ich es halt auch nicht nur das, was aktuell passiert, sondern auch das, was mal war. Das ist immer probieren. Im Flow. Genau. Das ist schön gesagt jetzt, ne? Ich weiß. Reicht. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Genau. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Trinken. Auf jeden Fall, ja. Und, hat Spaß gemacht. Wenn irgendwer unbedingt mal probieren möchte, schreibt mir mal eine E-Mail an jonas@whiskyblausch.de. Vielleicht bleibt was über. So. Ne? In diesem Sinne. Bleibt hier nichts mehr über, denn wir haben alles gesagt. Ja, verabschieden wir geben, ist ja schon leer. Schade. Die Flasche ist noch halb voll. Die andere Hälfte ist hier im Becher. Also. Macht es gut, ihr Lieben. Jo, passt auf euch auf. Ja, nee, ist klar. Okay, ne? Jetzt ist. Wir brauchen hier mehr. Was? Nee, ich wollte nur gucken, ob ich zu hell bin mit dem weißen T-Shirt. Nee, ist optimal. Du bist also nicht überbelichtet. Dann ist gut. Du bist auch nicht unterbelichtet. Das hoffe ich schon seit längerem. Ich habe nichts gesagt. Ne? Nö. Alles klar.